Ich unterstreiche das, was ich eben gehört habe, und ich erweitere es, indem ich sage und appelliere, auch an den, der jetzt Kanzler werden möchte und den Anspruch hat, dass er mutig daran arbeiten will, ernsthaft, und sagt, was er meint, dass er meint, was er sagt, dass auch die Werke gedeihen können. Und die Werke können gedeihen, wenn dann auch das Recht trifft. Und das Recht trifft nur, wenn die Werke gedeihen und das, was gesagt wurde, auch das ist, was gemeint ist. Und das ist das, was ich jetzt mir vorstelle. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das erwarte. Also, wie schon gesprochen, einen Friedensvertrag, den wünsche ich mir für dieses Land. Eine Verfassung entsprechend des Artikels 146 Grundgesetz, um diese Verfassung zu manifestieren, sozusagen in Gang zu setzen. Da sind schon einige bei, die daran arbeiten, diese Dinge zu formulieren. Und ich möchte, dass in dieser Richtung gearbeitet wird. Das ist das, was ich mir wünsche. Und das würde auch mein Friedliches erweitern und kräftigen und festigen. Und dann ließe sich auch gerecht erleben. So sehe ich das im Augenblick. Mir ist bisher nichts Besseres in den letzten Jahren eingefallen und in den letzten 2,5 Jahren hier auf der Mahnwache. Aber das ist das, was ich hier auch lernen durfte. Hier ist eine Möglichkeit, in der Versammlung auch von Menschen zu lernen und auch mutig diese Dinge zu sagen. Und ich stehe dazu, wie auch viele andere, die mir begegnet sind, die so denken wie ich, dass eben eine Verfassung notwendig ist, ne? Und der Friedensvertrag. Das ist das, was ich nur von einer einzigen Partei weiß, die noch wenig bekannt ist. Ne? Das ist das, was in der Mitte bei mir ist. Und das kann eine Mitte sein für alle. Ne? Das kann auch die deutsche Mitte sein, wie auch immer. Das ist einfach eine menschliche Mitte. Und das wünsche ich jedem Menschen, dass er eben auch Gerechtigkeit erlebt und gerecht handelt und gerecht denkt. Da möchte ich hin. Mit allen. Und denen, denen es im Augenblick nicht gut geht, die kein Dach über dem Kopf haben, die sozusagen ihre Häuser verloren haben, weil sie zerbombt sind, das tut weh. Und das möchte ich, dass es aufhört, dieses Zerstören. Und dafür brauchen wir den Frieden in uns selbst, den Frieden in mir. Und viele Menschen sind unterwegs, egal wie sie genannt werden, das sind Menschen, die unterwegs sind, die auf der Flucht sind vor dieser Gewalt. Beim Weiten zeigt sich die Güte in der Ordnung und beim Wirken im Können. Und wir können eine Versammlung hier abhalten am Montag und können auch mitteilen, dass eben eine Verfassung notwendig ist. Das ist ein vorübergehendes Konstrukt, was auch damals schon von Carlo Schmitt erwähnt wurde. Das ist ein vorübergehendes Konstrukt, dieses Grundgesetz. Und das führt dann in einer freien Wahl der Einzelnen, die hier leben, auf diesem deutschen Lande, dahin, da will ich hin, zu diesem friedlichen, zu einer Verfassung, wo dann wirklich auch Recht für jeden spürbar ist. Das ist das, was ich gerne möchte. Dafür setze ich mich ein. Und das ist auch der Grund, warum ich hier mitstehe, um das auch sagen zu können. Das ist mir vor 3 Jahren nicht so eingefallen, weil ich auch ein Lernender bin. Ne? Auch ich bin wohl vollkommen, aber nicht perfekt. Ne? Ich mache Fehler. Und wenn ich Fehler mache, dann bin ich doch dankbar, wenn der andere mir eine konstruktive Kritik gibt, darauf einzugehen. Vernunftbegabt. Wir sind vernunftbegabte Wesen, vernunftbegabte Menschen. Und wir haben mitbekommen, was die Tiere nicht haben. Nämlich das Denken. Das ist das, was unterscheidet. Der Baum denkt nicht. Das ist Natur. Wir sind ein Teil der Natur. Aber sehr ausgeprägt. Und wir können handeln. Ich kann handeln. Ich kann denken. Und ich kann über das Denken auch gestalten. Dahin.